Bob, Bob, Bob. Um diese Jahreszeit sind tausende Menschen im Wald als Treiber und versuchen Wildschweine zu finden. Die gehen durch Dickungen durch, um die Wildschweine aufzuschrecken, damit sie in Richtung von Schützen laufen. Das Ganze passiert bei Drück- und Treibjagden. Es ist aber eine ganz wichtige Frage, wie häufig werden Treiber dabei angegriffen von den Wildschweinen? Das ist ganz erheblich für uns, weil wenn wir mit dem Rucksack durch den Wald unterwegs sind, beim Trekking oder Bushcraften, da kann es durchaus mal sein, dass wir auf eine Wildsau oder vielleicht sogar auf eine ganze Rotte stoßen. Ob das sehr wahrscheinlich ist, dass dir dabei etwas passiert und wie du dich verteidigen kannst, das zeige ich dir heute. Solche Erdflecken hast du bestimmt schon mal gesehen. Hier einfach auf der Wiese umgegraben. Und das waren Wildschweine. Und damit Wildschweine das machen können, weil die Grasnarbe ist ja einigermaßen fest, da brauchen die eine bestimmte Mechanik, ein System, um das überhaupt machen zu können. Und dieses System ist es auch, das Wildschweine für uns so gefährlich machen kann. Das hier ist der Kopf eines Keilers. Und der ist noch nicht mal allzu alt, der ist 3 oder 4 Jahre alt. Und was die Keiler so gefährlich macht, übrigens auch die Bachen, das ist hier vorne. Diese Kante hier. Die ist rasiermesserscharf. Und das ist eigentlich nicht das Gefährliche, weil Messern kann man irgendwie aus dem Weg gehen. Aber hier hinten, das hier, das, was du vielleicht als Nackensteak kennst, das ist eine gigantische Muskelpackung. Und mit dieser Muskelpackung kann ein Wildschwein den Kopf wie eine Wippe nach oben ziehen. Und genau diese Kombination ist es, was Wildschweine so gefährlich für uns macht. Diese rasiermesserscharfen Eckzähne zusammen mit der Nackenmuskulatur, mit der die Klingen nach oben gerissen werden können. Sie versuchen, die Oberschenkelarterien zu treffen und die gehen natürlich durch jede Hose durch, ohne dass man da irgendwie die Chance hätte, sich zu verteidigen. Die Tiere sind vor allem auch extrem schnell, außerdem ziemlich stark und schwer. So ein 3-4 Jahre alter Keiler, der kann schon mal um die 60 Kilogramm wiegen. Und sich hier diesem Tier entgegenzustellen und das zu versuchen, beispielsweise mit einem Stöckchen oder mit einem Messerchen zu fangen, das endet in schwerster Verletzung. Das bedeutet, die Tiere selbst können, wenn sie wollen, töten. Trotzdem kennen wir eigentlich keine regelmäßigen Meldungen, dass Spaziergänger oder Wanderer von Wildschweinen getötet worden sind. Und das hat auch einen ganz einfachen Grund. Solange sich Schweine nicht an den Menschen gewöhnt haben, ist es generell sehr, sehr schwierig, überhaupt Schweine zu treffen. Es hat einen einfachen Grund. Schweine haben einen extrem feinen Geruchssinn. Und wenn man durch den Wald läuft, als Wanderer oder als Jogger, dann riechen die einen weit, bevor man sie sehen oder selbst hören könnte. Einzig wenn der Wind von vorne kommt, kann es sein, dass man vielleicht doch mal auf eine Rotte stößt, vielleicht sogar auf eine Bache mit ihren Frischlingen. Und da gilt, alle Tiere, mit wenigen Ausnahmen, flüchten, wenn sie flüchten können. Wenn man sich zurückzieht, dann fliehen die Bachen in aller Regel. Selbst Keiler, selbst rauschige Keiler, die haben eigentlich kein Interesse daran, einen Menschen zu besteigen. Rauschig heißt, dass sie gerade im Paarungswahn sind. Und dementsprechend müssen wir uns eigentlich keine Gedanken machen, wenn man auf eine Rotte stößt. Klar machen, ich bin ein Mensch. Reden, vielleicht sogar singen. Die Tiere merken das, die drollen sich. Überhaupt nicht versuchen, aggressiv denen gegenüberzustehen. Nichts da mit Fluchtinstinkt etc. Langsam zurückgehen und falls sie dann aus Interesse, meistens aus Interesse, nicht aus Angriff, ankommen oder grunzen, dann hey, 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 alles gut, hey, hey, hey. Das reicht schon in aller Regel. Wenn die Tiere trotzdem angreifen, auch nicht mit so einem Stock versuchen zu stechen oder mit einem Messerchen oder was weiß ich, das hier würde vielleicht einmal helfen, um die Bache oder den Keiler etwas zur Seite wegzubekommen. Sondern heißt es ins Gebüsch, auf Bäume und zwar nach oben, möglichst weit hoch. Die können sich nämlich auf die Hinterbeine stellen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du durch eine wilde Sau im Wald verletzt wirst, geht eigentlich gegen null.
wenn du doch mal von einer Sau angegangen werden solltest, dann kann das verschiedene Gründe haben. Entweder nimmst du der Rotte oder dem Tier die Möglichkeit zu fliehen. Die andere Möglichkeit ist, es handelt sich um Überläuferkeile, also Halbstarke. Die sind manchmal etwas übermütig und die fahren manchmal so Scheinangriffe, sind aber in aller Regel nicht gefährlich. Wenn sie es ernst meinen würden, dann wäre es wirklich häufig, dass jemand schwer verletzt würde. Und drittens, im Winter, das sind rauschige Keiler. Und da kann es durchaus sein, dass man auf einen Baum verschwinden sollte. Das hört man aber aus einiger Entfernung, die klappern, die malen mit den Zähnen. Ein weiterer Fall ist, wenn das Tier verletzt wurde. Und deshalb sind die allermeisten Berichte von angreifenden Wildschweinen von Jägern. Wenn ein Tier nicht richtig getroffen worden ist und der Jäger sucht es nach, um es zu erlösen, kann es sein, dass es aufspringt und den Jäger annimmt und durchaus schwer oder tödlich verletzt. Das ist das Einzige, was dann wirklich hilft, weil diese Tiere versuchen, ihr Leben zu verteidigen. In diesem Fall heißt es Flucht, und zwar so schnell und so sicher wie möglich, so hoch wie möglich. Es gibt eigentlich keine andere Möglichkeit. Die Tiere sind uns im Wald einfach überlegen. Sie sind extrem schnell, sie sind schwer und sie sind sehr stark. Auch wenn Wildschweine Menschen töten könnten, wenn sie wollten, passiert denkbar selten etwas. Wildschweine flüchten, solange sie nicht schwer verletzt sind oder wenn sie nicht in die Enge getrieben werden. Trotzdem sind Wildschweine und auch andere Wildtierarten für eine unglaubliche Anzahl von schweren Verletzungen und sogar Todesfällen ursächlich. Das hat einen ganz einfachen Grund. Wenn Tiere nachts über die Straßen wechseln und die Fahrzeuge in der Dämmerung, vor allem in der kalten Jahreszeit, in der dunklen Jahreszeit, zu schnell unterwegs sind, können sie nicht mehr abbremsen und rauschen in so einen großen Keiler rein oder auch in ein Reh, in einen Hirsch. Und die Verletzungen, die dadurch verursacht werden, die sind sehr viel häufiger als Angriffe durch Wildtiere selbst. Wenn du also Sorge vor Wildschweinen hast, gibt es eine ganz einfache Regel, die du beachten solltest. Wenn es dämmert, fahr langsam durch den Wald und über Felder. Auch wenn auf Bundesstraßen die Straßenverkehrsordnung 100 km/h erlaubt oder vorsieht. Wenn du mit 60 oder 80 unterwegs bist, kannst du immer noch bremsen. Wenn du mit voller Geschwindigkeit da reinfährst, dann kann es sein, dass du von der Straße abkommst. Eine andere Regel ist, die du unbedingt beachten solltest. Verursachst du einen Wildtierunfall, vor allem mit Wildschweinen, bleib im Fahrzeug, such nicht nach dem Tier. Es kann sein, dass es aufsteht und dich dann schwer verletzt. Warte auf die Polizei und auf den Jäger, die kümmern sich drum. Aber ganz wichtig, mach Meldung, ruf die Polizei an, sag, wo in etwa du in ein Tier reingefahren bist, auch wenn du es nicht mehr siehst. Weil dann kann der Jäger mit dem Hund nachsuchen und das Tier von seinen Schmerzen befreien.